japanische Torpedo-DDs. Und ja, die Unterscheidung ist wichtig. Denn es gibt ja noch die Mutanten, diese welche mit Kanonen so überladen sind. Quasi als wenn sie sich anschicken würden, der Vasa Konkurrenz zu machen. Was auch ihren gigantischen Wenderadius erklärt. Denn hätten sie enge Kurven fahren, würden sie dasselbe Schicksal erleiden wie das ihres schwedischen Vorbilds. Und dessen Bewaffnung hatte ja schließlich einen umwerfenden Effekt. Zurück zu Shimako, dessen Beliebtheit speist sich wie bei der Yamato und Konsorten aus deren dicken Dingern. Und ja, die Anspielung ist gewollt. Die sind schließlich eine Analogie. Entschuldigt diesen pubertären Humor. Etwas unmehrdeutig ausgedrückt, was eine Wortkreation, macht die japanischen Torpedo-Ds das Männlichkeitsprinzip für eine gewisse Zielgruppe so umso interessanter. Also umso größer, umso besser. Umso mehr Schaden, umso faszinierender. Umso dickere, umso attraktiver. Zu diesem offensichtlich plakativen Prinzip gesellt sich dann noch, also es kann nur vermutet werden, dass zum Beispiel entweder eine passiv-aggressive Ader oder ein autistisches Wesen, also quasi mit deren Vermeidung von zu viel intimen Kontakt bzw. Konfrontation im Spiel dazugehört, denn Shima und Co. bleiben am liebsten ungesehen. So wie Ninjas, nur halt mit ziemlich großen Wurfsternen. Surprise! Oh! Nope! Maschinenboost deaktiviert! Guys, I gotta tell you, that last take was even better than the first. Du bist ja gar kein Super-Unicorn. Du bist ja gar kein Super-Unicorn. Du bist ja gar kein Super-Unicorn.